Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Hochamt am heutigen Osterfest. Frohe Ostern Ihnen allen und den Angehörigen, die zu Hause geblieben sind. Gleichzeitig können wir aber auch all die erreichen, die über Internet mit uns feiern. Gemeinsam wollen wir diese Feier beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus ist wahrhaft von den Toten auferweckt. Dieser Satz führt uns zusammen. Er bringt Christen auf der ganzen Welt heute in Bewegung. Er gibt der ganzen Schöpfung eine neue Ausrichtung. Das Leben ist stärker als der allgegenwärtige Tod. Das neue Leben ist mit der Auferweckung des einen Christus eröffnet. Was Gottes Liebe getan hat und tut, will jede und jeden von uns in Bewegung bringen. Aufbrechen sollen wir, laufen, suchen, uns wundern, staunen, erzählen. Das in der Osternacht angestimmte Halleluja will sich am Tag voll entfalten, denn Christus ist wirklich auferstanden. Zu Beginn dieser Feier rufen wir im Kyrie ihn, den Herrn, in unsere Mitte, mit dem Kyrie aus der Missa Prima von Claudio Crassini. In der Zwischenzeit werde ich Ihnen das Osterwasser aussprengen. Damit segnen wir uns und erinnern uns an unsere eigene Taufe. Der gute Gott, erbarme sich unser, erlasse uns unsere Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, voller Freude feiern wir heute. Du hast in der Auferweckung deines Sohnes den Tod besiegt und auch uns das Tor zum ewigen Leben aufgetan. Im Wasser der Taufe sind wir eingetaucht in Christi Tod und Auferstehung. Sein Geist lasse uns im Licht des Lebens weitergehen durch die Zeit, bis wir ankommen in deiner Ewigkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren auferstandenen Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schafft, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Es dauert, bis Petrus Worte findet für das, was an Ostern geschehen ist, und dass er den Mut hat, es öffentlich zu sagen. An Ostern hören wir das Herzstück seiner Pfingstpredigt. Ohne Gottes Geist, ohne seine neue Sicht der Geschichte, wäre überhaupt nicht zu erfassen, wer Jesus ist und was Ostern für uns eröffnet. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm, und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tage auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter, der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Chor singt nun Christus vincit von Luigi Sanseverino Granenga. Thank you.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben, an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wusste noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat.
Als Maria von Magdala das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Weihnachten und Ostern, diese Hochfeste unseres Glaubens, sind auch Höhepunkte kirchlichen Lebens. Darum sind im Lauf der Jahrhunderte viele Bräuche und Traditionen entstanden, die diese Feste zu etwas Besonderem machen, die uns ans Herz rühren, aber manchmal auch vom Eigentlichen wegführen. Wir kennen das von Weihnachten, Tannengrün und Lebkuchen, Krippenspiele und Lieder vom holden Knaben im lockigen Haar, sie gehen ins Gemüt, verleiten aber auch, das Weihnachtsgeheimnis zu verkitschen, zu banalisieren. Passiert an Ostern etwas Ähnliches? Ich befürchte ja. Ich denke weniger an Ostereier und Osterhasen, sondern vielmehr daran, wie wir in den Gottesdiensten von der Auferstehung Christi singen. In kraftvollen, mitreißenden Liedern, die vollmundig unseren Glauben verkünden. Lieder, die zum Mitsingen, ja Mitschmettern einladen, wenn eben nicht diese Pandemie wäre, wo wir gehalten sind, uns zurückzuhalten. Ich mag diese Lieder. Es macht Spaß, sie zu singen, und nach den langen Wochen der Fastenzeit können wir das Halleluja mit Begeisterung mitsingen. Aber was geschieht in uns, wenn wir so vom Ostergeheimnis singen? Reißt uns nur die Begeisterung über schmissige Melodien mit? Oder ist unser Osterglaube tatsächlich so stark, so lebendig, dass wir gar nicht anders können, als loszujubeln? Ob dem so ist, wenn der Tod nicht länger eine abstrakte Angelegenheit ist, mit der wir zwar irgendwann rechnen müssen, die wir aber noch nicht ganz aus unserem Leben heraushalten. Wenn einem der Tod aber nahe kommt, wenn ein geliebter Mensch plötzlich stirbt, wenn eine langjährige Beziehung zu Ende geht, wenn ein Virus seine Opfer fordert, wenn eine Naturkatastrophe oder eine verbrecherisch-tragische Tat uns sprachlos machen, können wir dann auch Osterlieder singen? Sagen wir dann auch ohne Zögern: Tod, wo ist dein Sieg? Du bist überwunden. Jesus ist glorreich auferstanden. Wir haben nichts mehr zu fürchten. Die Botschaft des Ostertages kommt mit Überzeugung, liebe Schwestern und Brüder, aber sehr leise, fast zögerlich, auf jeden Fall zart. Er ist nicht hier, wird denen gesagt, die Jesus bei den Toten suchen. Seht da, wo er gelegen hat. Schaut euch die Spuren des Todes an, aber begreift, hier ist er nicht.
und erinnert euch, geht dahin, wo ihr ihm früher begegnet seid, nach Galiläa, da könnt ihr ihn wiedersehen. Und unterwegs auf den Emmauswegen des Lebens erfahren Menschen dann tatsächlich, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, dass er da ist, zwar nicht wie früher, nicht zurückgekehrt in die alte menschliche Gestalt, ganz aber er selbst, ganz er, der liebt, der sich verschenkt und verteilt, so wie er immer wieder das Brot brach und verteilte. Und dass Menschen, die sich auf diese Gegenwart des Auferstandenen einlassen, selbst neues Leben erfahren, Kraft in ihrer Schwäche, Hoffnung in der Verzweiflung, Leben auch im Tod. Das heutige Evangelium erzählt von Menschen, die Jesus als den Auferstandenen erfahren. Drei sind es: Petrus und der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und dann auch Maria aus Magdala. Und es schildert drei Stufen des langsamen Ergriffenwerdens, Durchdrungenwerdens von der österlichen Botschaft. Da ist Petrus. Er sieht das leere Grab, er sieht die Leinenbinden, ordentlich zusammengelegt, wie es Grabräuber niemals tun würden. Er sieht Ordnung, wo ihm alles unverständlich und chaotisch erscheint. Das weckt eine Sehnsucht. Es bringt ihn zum Nachdenken. Mehr aber noch, er bekommt neue Einsichten geschenkt. Da ist der Jünger, den Jesus besonders liebte. Ob die Erfahrung des Geliebtwerdens ihn die gleiche Sachlage anders sehen lässt? Es heißt, er sah und glaubte. Was bitte? Was gab es denn zu sehen in der leeren Grabkammer? Was gab es zu glauben, wo niemand an eine Auferweckung Jesu auch nur denken konnte? Die Jünger sehen ins Leere. Auch der Lieblingsjünger sieht, dass alles nicht so ist, wie er es sich vorgestellt hat. Genauso wie mit Jesus immer schon alles anders war, als er es erwartet hatte. Anders und doch berührend. So unspektakulär, so schwach, so erbärmlich. Im Foltertod am Kreuz und doch zugleich so voller Leben, so erfüllt von Liebe, von Kraft, die sich in der Schwachheit zeigt. Was also glaubte der Jünger? Vielleicht nur typisch Jesus. Wieder ist alles ganz anders. So hätte ich das nicht erwartet. Aber was es auch ist, was du auch machst, ist gut. Ohne dass der Verstand es schon begriffen hätte, sagte ihm das Herz, hier ist kein Tod, hier ist das Leben, hier ist er, der mich liebt, durch und durch, ohne Ende. Dann die Erfahrung der Maria von Magdala. Sie geht noch einen Schritt weiter. Vielleicht deshalb, weil sie nach dem Tod Jesu noch viel schwächer, viel kraftloser war als die beiden Männer. Mit ihren tränenverquollenen Augen kann sie nicht schauen, ist unfähig zum Inspizieren der Lage. Sie kann nicht hören, ihre Wahrnehmung ist völlig gestört. Da reden Engel mit ihr und sie antwortet, wie man mit irgendjemand auf dem Markt ins Gespräch kommt und sich später vielleicht gar nicht mehr erinnert, wie die Person aussah, wer sie denn war. Doch plötzlich ist alles anders. Maria hört eine Stimme ihren Namen rufen. Und dieser Klang ist ihr vertraut. Er durchdringt den Schleier von Trauer und Schmerz, die innere Verschlossenheit von Maria, die die Liebe ihres Lebens verloren hatte. Maria, ein Wort genügt und sie weiß, das ist er. Er lebt. Die Beziehung zu ihm ist nicht gestorben. Er ist da. Und
Um Beziehung geht es in dem, was Jesus nun verkündet. Denn er sagt ihr: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er, der ganz aus der Beziehung zum Vater gelebt hat, der aus dem Vertrauen in ihn alle Kraft bezog und in seiner Verkündigung unaufhörlich dafür warb, es ihm nachzutun, sich dem himmlischen Vater anzuvertrauen, sodass wir uns um nichts mehr zu sorgen bräuchten, dieser Jesus geht nun in die vollendete Beziehung zu Gott. Und er geht nicht alleine. Er nimmt alle mit, zu denen er in liebender Beziehung steht. Sein Vater ist nicht nur sein Vater, er ist auch unser Vater. Nicht nur sein Gott, sondern unser aller Gott. Und so bezeugt der Auferstandene, dass richtig ist, was Jesus zu Lebzeiten in Wort und Tat gepredigt hat. Lasst euch verbinden mit Gott, dann kommt das Leben in euch zur Vollendung. Dann könnt ihr alles loslassen, könnt sogar das Leben verlieren, weil ihr wisst, ihr werdet in unendlicher Fülle alles erhalten, was ihr wirklich braucht, weil ihr glauben könnt, dass ihr zum Leben berufen seid. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Jesus ist unser aller Leben. Diese leise Osterbotschaft wollen wir kraftvoll heute bekennen und durchtragen, auch in schweren Zeiten in der Zukunft. Amen. Wir sehnen uns so sehr nach Leben, nach dem Leben, wie wir es kannten und schätzten vor der Pandemie und im tiefsten nach einem Leben, das uns erfüllt, das wir als reich und groß empfinden und das anderen gut tut. Wir feiern Jesu neues österliches Leben und bitten ihn heute um seine lebenweckende Nähe.
für alle, die sich eingesperrt und isoliert erleben, die leiden unter fehlender Nähe, für Alte und Kranke, die ihre Nächsten nicht treffen können, für Kinder und Jugendliche, die ihre Freundinnen und Freunde vermissen, für alle, die das lebendige Miteinander im Freundes- und Kollegenkreis schmerzlich vermissen. Auferstandener Christus, stecke uns an mit deinem neuen Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, für die es Nacht ist und kein Morgengrauen in Sicht, weil ihre Existenzgrundlage in Frage steht oder zerbrochen ist, für alle, die Angst haben vor einer düsteren Zukunft, für alle, die vor lauter Sorge nur noch schwarz sehen. Auferstandener Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die einen lieben Menschen durch den Tod verloren haben und um ihn weinen. Für alle, die darunter leiden, dass sie für todkranke Angehörige nicht richtig da sein konnten. Für alle, die Schuldgefühle plagen, weil sie sich nicht würdig verabschieden konnten. Auferstandener Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die den Wettlauf aufgenommen haben, die fremde Bedrohung einzudämmen und zu bekämpfen, neue Medizin und wirksame Schutzmaßnahmen zu erforschen, für alle, die durch beharrliches Suchen und Entdecken den Menschen Mut machen. Auferstandener Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, du hast deinen Sohn Jesus herausgeführt aus allem Dunkel dieser Welt und aus ihrer letzten Finsternis, dem Tod. Du hast ihn aufstehen lassen zu einem unvergleichlichen Leben in Fülle und Frieden. Das feiern wir und das gibt uns Hoffnung für heute und für ein bleibendes Leben mit ihm, Christus, unserem Bruder und Herrn. Wir hören nun, wenn Gott ist für uns, aus dem Messias von Georg Friedrich Händel. Thank you.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, für das Ostermahl mit deinem Sohn bereiten wir Brot und Wein. Sie bezeichnen die Lebenshingabe Jesu Christi und sind Lebensnahrung für die Kirche. Sie stärken uns für das Leben in dieser Zeit und verbinden uns miteinander und für immer mit Jesus Christus, unserem auferstandenen Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Herr aller Mächte und Gewalten, gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihnen den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich. Heilige diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, dankte dir, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er an dem Abend den Kelch in seine Hände, pries dein Erbarmen, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Was wir so feiern, ist das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkündet und deine Auferstehung preisen. Bist du kommst. Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir dar, was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mahl den Geist, den er verheißen hat. Den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenhält in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Helmut, mit allen Bischöfen und mit deinem ganzen Volk. Mach deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, den Aposteln und allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Rassen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Als Kinder Gottes, lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geben wir uns ein Zeichen des Friedens. Bitte sei mit euch. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr. Wir sind befreit von Sünde und Schuld. So lasst uns Festmahl halten in Freude. Halleluja. Wir hören nun das Ave Verum von Carl Jenkins. Lasst uns beten.
lebendiger und lebenschaffender Gott. Wir dürfen feiern, was keinem Menschen in den Sinn gekommen wäre und was unsere kühnsten Wünsche übertrifft, dass dem Tod die letzte Macht genommen ist. Was wir mit der ganzen Kirche von Jesus bekennen, das stärke unser Vertrauen in deine Liebe, mit der du die Herrlichkeit der Auferstehung auch für uns wahr machst am Ende unserer Tage. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Segen. An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Am Ende der Feier darf ich ein herzliches Wort des Dankes sagen unserem Kirchenchor St. Katharina, den Solistinnen Heidi Gottschalk und Jeanette Klee. Unter der Leitung von Simone Falcone haben sie uns musikalisch besonders das Geheimnis dieses Tages vermitteln können. Herzlichen Dank. Ich danke auch allen Ministrantinnen und Lektorinnen, die treu und gerade in dieser Zeit der Pandemie regelmäßig hier die Gottesdienste mitgefeiert haben und uns als Gemeinde unterstützt haben. Vielen Dank für Ihren Dienst. Ich danke den Küstern, die alles vorbereitet und geschmückt haben, dass wir das Osterfest auch hier in der Kirche freudig begehen können. Nehmen Sie die Osterfreude mit in Ihre Familien zu den Besuchen, die Sie machen in diesen Tagen. Nehmen wir die Freude in unser Leben.
Morgen sind wieder Gottesdienste zu den gleichen Zeiten wie heute. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Die Feier klingt nun aus mit dem Marsch triumphal über Nun danket alle Gott von Siegfried Karg-Elert.